ist wieder Antje von der Stempelinsel. Ja, ich hoffe, dass die Begrüßung diesmal geklappt hat. Bei einem letzten Video ist das irgendwie geschluckt worden. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Aber umso mehr freue ich mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Beim letzten Mal hatte ich euch das Set Florale Freundschaft vorgestellt, das es in der Online-Aktion ab 1. März bei Stamping Up zu bestellen gibt. So muss ich das sagen, ne? Genau. Und ich hatte euch gesagt, dass ich hiermit nochmal eine Karte mit euch basteln möchte oder euch zeigen möchte, was ihr dort machen könnt. Und ich habe hier schon so ein bisschen was bereitgelegt. Ich habe einmal hier die kleinen Dekosteinchen habe ich hier vorbereitet. Dann habe ich Papier vorbereitet und ich habe mir natürlich auch wieder die Stanzen und auch die Stempel Florale Freundschaft bereitgelegt. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich diese Karte nennen soll. Ich habe sie letztens im Internet gesehen bei Rachel Tasman. Das ist eine Demonstratorin aus den USA. Und ja, es handelt sich letztendlich um eine Karte, bei der die Designerpapiere doppelseitig zu sehen sind. Also so sieht diese Karte praktisch aus. Hier ist auch das Designerpapier wiederverwendet und ihr habt einmal die Seite mit der Struktur der Blumen und auf der Rückseite die etwas ruhigere Karten oder das Designerpapier in einer etwas ruhigeren Form. Ja, getragen wird das Ganze von einem kleinen Stück Farbkarton. Ich habe hier tatsächlich noch Frauengrün. Das ist ein Rest von mir, den ich noch aufbewahrt hatte. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich das hier mal verarbeiten konnte. Ja, und wie diese Karte gemacht wird, das würde ich gerne heute euch zeigen. Ich habe auch noch eine zweite. Die ist von den Farben natürlich etwas kräftiger in den ja, leuchtenderen Farben. Hier habe ich mit Osterglocke gearbeitet und das Designerpapier auch wieder Florale Freundschaft. Und ja, wenn ihr das, nee, faszinierend floral, so heißt es, Entschuldigung. Und wenn ihr es hier aufklappt, sieht das Ganze so aus. Und hier, wie gesagt, seht ihr, ich habe das mit Osterglocke gemacht. Ja, wie man so eine Karte macht und noch so ein paar kleine Tipps und Tricks, das zeige ich euch heute. Vielleicht nochmal ganz kurz hierzu. Ich habe euch ja letztes Mal schon erzählt, dass ich die Farbe Frauengrün nicht mehr habe. Und was ich aber noch habe, ist Petrol. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch auch noch diese Farbe Petrol. Die war damals sehr, sehr heiß begehrt, war in den Anfängen, als ich gerade bei Stampin' Up! Angefangen hatte. Und ist irgendwann dann aus dem Sortiment gegangen. Und die Farbe habe ich jetzt tatsächlich hier dann zum Stempeln benutzt. Ich habe also die Stempel, einmal diese Blätter und diesen Gruß aus dem Set in Petrol einmal hier auf, ja, letztendlich ist es, Moment, ich muss mal eben schauen, auf Lindgrün gestempelt. Und das kann man eigentlich kaum vom Unterschied sehen. Also wenn ihr kein Frauengrün mehr habt, sondern Petrol, könnt ihr das auch sehr gut verwenden. Beim Papier ist es dann ein bisschen anders, aber beim Stempel, da fällt der Unterschied, denke ich, jetzt gar nicht so großartig auf. Ansonsten, denke ich, müssen wir uns gedulden, was da an Informationen Anfang März kommt, was diese Farben angeht, weshalb sie auch in diesem Designerpapier wieder enthalten sind. Ich denke, das hat ja irgendwo so seine Gründe. Ja, ich habe mich aber jetzt für diese Art von Karten, was die Farben angeht, entschieden und habe hier bereitgelegt. Einmal mein Stempelkissen in Flamingo Rot natürlich und habe ja, dieses Stückchen Designerpapier gewählt. Und da finden wir die Farben auf jeden Fall auch wieder Flamingo Rot, Bonbon Rosa auch, das verwende ich aber an der Stelle nicht. Habe mir ein Stück in Osterglocke herausgesucht. Ihr könnt auch natürlich Flamingo Rot wählen. Ich persönlich finde an der Stelle Osterglocke eigentlich nochmal so ganz schön. Deshalb aber euch vielleicht als Alternative habe ich es gezeigt, das Flamingo Rot. Ja, und dann habe ich nochmal das Antik Goldpapier rausgewählt, weil ich da dann noch zu einem kleinen Aufleger gestalten möchte, beziehungsweise so eine kleine Ziernaht damit. Ja, hier noch so ein kleiner Rest, den brauchen wir auch. Und dann denke ich, können wir schon loslegen. Ja, wir beginnen mit dem Zuschneiden unseres Papieres. Also als allererstes benötigt ihr ein Stück. In dem Fall wähle ich ja Osterglocke in 10,5 cm. Und das Ganze kürzen wir uns auf die Länge unserer Karte. Das ist ja die 14,85. Oder wenn ihr besser damit arbeiten könnt, dürft ihr auch oder könnt ihr natürlich auch die 14,8 wählen. Und je nachdem, für was ihr euch entschieden habt, müsst ihr jetzt dann mit den 14,8 oder 14,85 weiterarbeiten. Das ist letztendlich die Karte, die wir hier hinterkleben werden. Ja, dann nehmen wir uns unser Designerpapier und kürzen es zunächst einmal auf unsere
Kartenlänge und je nachdem, ob ihr 14,8 oder 14,85 cm genommen habt. Und wenn ihr einen Musterverlauf habt, sollte das jetzt oben sein und ihr kürzt euch dann das Designerpapier entsprechend zu. Das Stückchen bleibt über. Jetzt nehmt ihr euch euer Designerpapier und falzt einmal einen Zentimeter bei einem Zentimeter. Das ist eine Klebelasche, die wir gleich haben. Falzt die schon einmal nach, dreht die Karte um und falzt dann nochmal bei 10,5 cm. So sieht das jetzt das Ganze jetzt aus. Und dann habt ihr letztendlich dieses Muster. Und ja, das ist meine Titelseite und hier wird jetzt gleich mein Farbkarton rangeklebt. Das ist erstmal, was wir bisher für das Schneidebrett brauchen. Nein, das stimmt nicht, ich habe was vergessen. Und zwar wollte ich noch ein paar Strukturen legen hier. Ich habe hier mal ein Stück in Antikgold bereitgelegt. Da schneide ich mir ein Stück in 4 cm ab. Und dieses Stück kürze ich auf meine Kartenlänge, also auch wieder 13,8 oder 13,85 cm. Das soll hier nachher noch hintergeklebt werden, damit man hier noch so eine schöne Kante hat. Ihr könnt auch kürzer schneiden, das ist natürlich papiersparender. Hier habt ihr aber nochmal einen zusätzlichen Halt, weil durch das Designerpapier ist die Karte natürlich ja nicht so stabil, als ob ich das Ganze auf einem Farbkarton geklebt habe. Und das Ganze gibt dem auf jeden Fall am Rand dann nochmal wieder eine festere Struktur. Ja, wir können schon mal grob die Karte jetzt zusammenmontieren. Ich fange an mit dieser kleinen Klebelasche. Es sieht so aus, dass das hier natürlich meine Außenkante ist und die wird hier so hineingeklebt. Das Einfachste ist, ihr legt euch jetzt die Karte von der anderen Seite in euer Designpapier und gebt jetzt auf diesen Teil Flüssigkleber oder ihr könnt auch mit Klebeband arbeiten, doppelseitigen. Hier mit dem Flüssigkleber kann ich aber nochmal korrigieren, falls das nicht so ganz gerade beim Umschlagen ist. Einmal kurz nachziehen. Und dann habt ihr hier diese Karte. Ja, das Stück Antik Gold, das wird hier auch so hineingeklebt. Da wähle ich das gleiche Verfahren. Das heißt, ich gebe einmal auf mein Designerpapier etwas Klebstoff, lege das Stück mit dem Gold direkt an die Falzkante und schlage dann das Designerpapier ein. Einmal auch kurz nachfalzen und dann hält es. Ja, und auch dieses Stück wird jetzt mit Flüssigkleber fixiert. Und das ist schon letztendlich eure Trägerkarte. Sehr schöner Effekt durch das Designerpapier hier im Inneren der Karte. Hier fehlt noch ein Aufleger in Weiß. Dazu schneiden wir uns ein Stückchen Grundweiß zurecht. Das sind dann 10 x 14,5 cm. Und auch das können wir schon in die Karte kleben. Ja, wie dekorieren wir die Karte jetzt weiter aus? Ich habe dazu ein paar Ideen mitgebracht und ihr findet ja auf dem Designerpapier, bei dem Designerpapier auch diese schönen Rosen. Dazu gibt es ja auch bei den Stanzformen, das hatte ich euch im letzten Video schon gezeigt, die Möglichkeit, diese hier auszustanzen. Jetzt muss man natürlich immer wieder das so treffen. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, dann habt ihr sie. Was ihr aber auch machen könnt, und ihr habt hier auch sehr schön, ja, ich nenne es mal marmoriertes Papier. Und da hatte ich mir hier auch ein Stückchen herausgesucht, dass ihr, wenn ihr die Stempel benutzt, hierauf ihr natürlich stempeln könnt. Und wenn ich da mein Flamingo Rot nehme, kann ich hier
einmal in dem Bereich stempeln und dann die kleinere Rose stempel ich hier in diesem Bereich, wo ich auch so ein bisschen Gelb habe. Und das kann ich jetzt ausstanzen in der Stanzmaschine. Das mache ich auch gleich. Was ich allerdings auch mache, ist, dass ich mir noch kleine goldene Blätter ausstanze, die auch in den Stanzformen enthalten sind und die ich bei meiner letzten Karte schon benutzt habe. Also, bis gleich. So, hier sind meine Blätter und auch meine ausgestanzten Rosen oder Blumen. Und da seht ihr diesen schönen marmorierten Effekt. Das heißt, ihr könnt also auch wirklich wunderbar diese Reste, die ich jetzt ja hier noch habe von meinem Designerpapier nutzen, einfach bestempeln und schon habt ihr Akzente, die auf diesen Druck damit auch erscheinen. Ja, wie ich jetzt weitermache, ich werde jetzt natürlich noch einen Gruß auch stempeln. Dazu hatte ich mir aus dem Stempelset ausgesucht schöne Grüße. Dazu benötigt ihr einmal noch mal ein Stück in Antique Rosa, weil das möchte ich mit einem Wimpel auflegen. Und zwar schneide ich mir jetzt ein Stück in 1,9 cm ab. Das ganze Stück benötigen wir aber jetzt so nicht in der Länge, das kürzen wir noch gleich. Und ihr benötigt ein Stück in, zu früh weggelegt, in 1,3 cm in Grundweiß nehme ich da. Dann stempel ich meinen Gruß in Flamingo Rot und zwar einmal auf den grundweißen Farbkarton. Bisschen Abstand zum Rand halten, weil ich hier gleich mit meiner Fähnchenstanze kleine Fähnchen reinstanzen möchte. Das sieht dann so aus. Und ich wähle jetzt hier diesen Fähnchenbereich. Das heißt, ich lege einfach mein ausgeschnittenes Papier hier in die Führung. Achte drauf, dass es am Rand richtig anliegt und stanze das Ganze aus. Das Gleiche mache ich auf der anderen Seite. Da habt ihr einmal euren Gruß und mein Stück in Gold, das nehme ich genauso, bei der gleichen Stanze anlegen. Ausrichten und fertig. Und dann habt ihr eure Aufleger soweit auch schon fertig. Ja, es folgt jetzt letztendlich noch das Zusammensetzen. Hier haben wir ja jetzt unsere Rose und um der ganzen vielleicht noch so ein bisschen 3D-Effekte zu geben, könnt ihr mit dem Falzbein ganz vorsichtig hier nochmal das Papier so ein bisschen nach oben ziehen. Dann haben wir so einen leichten gewellten Effekt. Das Gleiche mache ich auch bei der kleineren Blüte. Ja, und die setze ich jetzt hier einfach ganz normal auf meine Karte. Ihr seht, es wellt sich so ein bisschen nach oben, ne? Das ist auch so gewollt. Dann nehme ich mir ein paar Dimensionals, fixiere gleich damit schon mal mein Fähnchen. Das soll hier so rauf. Das hält sozusagen so ein bisschen die Rosen. Ja, und dann habe ich noch meine goldene Blätter. Und da gebe ich auch einfach so ein bisschen Flüssigkleber hier unten drauf und setze die nochmal zwischen Rose und dem Grußaufleger. Je nachdem, wie euch das gefällt, wo es am besten für euch aussieht. Was natürlich nicht fehlen darf, sind auch noch so ein paar
kleine Pünktchen oder Punkte, die glitzern. Und da könnt ihr natürlich auch wieder die goldenen Pailletten wählen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich setze hier einfach ein paar Tropfen Flüssigkleber auf meine Karte. Und suche mir ein paar gelbe Aufleger heraus. Verschiedene Größen könnt ihr da nehmen. Das sieht auch immer gut aus. Dann ist eure doppelseitige Designer-Papierkarte, so nenne ich sie jetzt einfach mal, fertig. Ja, mal was ganz anderes, einfach das Designer-Papier hier in den Vordergrund zu stellen. Und ja, ich hoffe, dass euch meine Idee gefallen hat. Ich zeige euch nochmal die anderen beiden Karten, natürlich mit ganz anderen Tönen hier, gerade auch nochmal mit dem V und Grün. Und ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Ich hatte das schon gesagt. Wünsche euch noch einen schönen Tag, ein tolles Wochenende. Bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.